willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin gerade dabei, meine Haare zu machen und ich dachte mir, ich nehme euch dabei mal mit und erzähle euch ein bisschen, was wir heute so Schönes geplant haben. Heute gehen die Hochzeitsvorbereitungen weiter, denn heute haben wir einen ganz tollen Termin am Nachmittag. Und zwar unser Probeessen für unsere Hochzeitstorte. Und das ist etwas, auf das ich mich wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit freue. Denn es gibt in dieser ganzen Hochzeitsvorbereitungen auf jeden Fall Sachen, die nerviger sind. Also dazu zähle ich Kuchenessen nicht unbedingt. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wir hatten auch schon mal einen Termin per Telefon und haben uns schon mal so ein bisschen kennengelernt. Aber ich finde es auch einfach nett, wenn man sich dann einfach auch schon mal in Person getroffen hat, denn gerade so die Hochzeit, das ist ja schon ein sehr emotionaler Tag und dann finde ich es einfach schön, wenn man auch ein gutes Verhältnis zu den Dienstleistern hat. Und das haben wir heute Nachmittag geplant und ich dachte mir, ich erzähle euch mal so ein bisschen was zum Stand der Dinge, zum Stand der Hochzeit, während ich jetzt hier gerade meine Haare mache. Denn letztens ist mir aufgefallen, da hatten wir auch Freunden erzählt, wie wir unsere Hochzeit gestalten wollen. Also sprich die Aufteilung in Standesamt und dann die große Feier. Denn es ist ja so, dass wir eine freie Trauung haben werden. Wir werden im Juni werden wir standesamtlich heiraten und dann genau auf den Tag genau einen Monat später werden wir dann kirchlich heiraten. Und es ist so, dass wir eine freie Trauung haben werden. Und in unserem Bekanntenkreis war das erstmal viel neu und ich muss auch sagen, ich wusste jetzt auch nicht unbedingt, dass das geht, bis wir selber auf eine Hochzeit eingeladen waren, wo der Pastor auch an einen anderen Ort außerhalb der Kirche gekommen ist. Es hängt dabei aber vollkommen von dem Pastoren ab. Also die entscheiden das, ob die das machen wollen oder nicht. Und wir haben das Glück, dass wir ja eine sehr junge, moderne Pastorin haben. Die ist auch nicht unbedingt viel älter als wir selbst. Bei einer freien Trauung gibt es aber auf jeden Fall die Mindestvoraussetzung, dass man vorher standesamtlich geheiratet hat. Und wir haben uns überlegt, dass wir die standesamtliche Trauung wirklich ganz, ganz klein halten wollen. Also da werden auch nur unsere Trauzeugen und unsere Eltern dabei sein. Unsere richtige Hochzeit ist für uns dann wirklich die kirchliche bzw. die freie Trauung, dann im Juli. Und das im Juni ist einfach der bürokratische Part, der einfach zwingend notwendig ist. Aber falls jemand von euch auch in der Situation sein sollte, dass ihr vielleicht verlobt seid und ihr seid nicht sicher, ob ihr lieber eine freie Trauung zum Beispiel haben möchtet oder eher kirchlich heiraten möchtet, gibt es eben auch diese Möglichkeit, dass man beides miteinander kombinieren kann, was in unserem Fall einfach die beste Lösung war. Und darauf, dass das möglich ist, bin ich dadurch gekommen, dass wir Freunde haben, die bei uns hier in dem Fußballverein arbeiten. Also in Hannover gibt es ja auch einen großen Fußballverein, Hannover 96. Dadurch, dass sie sich über die Arbeit dort kennengelernt haben, haben sie dann im Stadion geheiratet. Und da war das auch schon so, dass der Pastor dann in das Stadion gekommen ist und dann die beiden eben dort getraut hat, auf der Wiese, also auf dem Fußballplatz. Und so sehen die Haare aus, wenn sie ein paar Minuten abgekühlt sind. Ihr seht, die sind richtig schön noch in der Form geblieben, was natürlich auch dadurch kommt, dass der Lockenstab richtig schön heiß war und die Locke jetzt richtig hier im Haar drin ist. Und als nächstes nehme ich mir immer noch mein Haaröl. Das ist das, was ich wirklich schon seit Jahren nehme. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht, aber von denen habe ich bestimmt schon 2 Packungen leer gemacht und dann mache ich da immer so gut 1 bis 2 Pumpstöße, die gebe ich mir dann in die Hand und dann verreibe ich das einmal und dann kommt das auch schon ins Haar. Und dadurch wird dann nochmal so ein ganz toller, natürlicher Look erzielt und die Welle geht ein bisschen raus und ist halt nicht zu stark am Haar und das Öl verleiht zusätzlich nochmal einen ganz tollen Glanz. Bevor wir uns aber gleich auf den Weg machen, wollte ich euch noch unbedingt vorher mein heutiges Outfit zeigen, sowie auch die Teile, die ich mir erst vor kurzem bei Lily Silk bestellt habe. Lily Silk ist eine meiner absoluten Lieblingsmarken, wenn es um die Herstellung von hochqualitativen, natürlichen und nicht synthetischen Materialien geht, wie Kaschmir oder auch Seide, denn darauf haben sie sich spezialisiert. Starten wir mal mit dem ersten, was ich gleich schon trage, und zwar ist das dieser butterweiche Kaschmir-Pullover. Der Pullover besteht aus 100% Kaschmir und das merkt man auch. Der fühlt sich so, so weich an. Und was ich an dem Pullover besonders toll finde, ist hier im Detail, wie sich dieser Stoff so ein bisschen absetzt, dass der einfach nicht so komplett glatt ist, sondern dass der wirklich schon auch von der Optik her so, so kuschelweich aussieht. Der Pullover hat einen eher geraden Schnitt und hat auch eine sehr, sehr schöne Länge. Also er ist nicht zu kurz, dass irgendwie der ganze Rücken rausguckt, wenn man sich mal nach vorne beugt. Aber auch nicht zu lang, sodass man auch den Gürtel schön zeigen kann. Ich trage in der Regel Größe 34, 36 bzw. XSS und den Pullover habe ich jetzt hier in der Größe S genommen.
Dann habe ich mich noch für dieses tolle, kurzärmelige Shirt aus 100% Kaschmir entschieden. Und wenn ihr das fühlen könntet, wie weich das ist einfach wieder so, so weich. Und je älter ich werde, desto mehr Wert lege ich auf qualitativ hochwertige Kleidung. Und ich finde auch, dass man das sieht. Man sieht der Kleidung an, ob es eher hochwertige Materialien sind oder nicht. Und unabhängig davon, wie es aussieht, ist es vor allem auch gesünder für die Haut. Und so eine Farbe lässt sich genauso wie auch das helle Grau super kombinieren. Und daher musste dieser hier auch noch mit. Und dasselbe Shirt musste ich auch nochmal in einer anderen Farbe haben. Und zwar in diesem hellen Cremeton. Das ist nicht ganz weiß, sondern eher so ein Off-White, so ein Cremeweiß. Und das ist auch so, so schön. Das braucht man unbedingt im Kleiderschrank. Ich trage ja auch generell sehr gerne weiße T-Shirts, weil man die auch super kombinieren kann. Und genauso auch bei diesem hier. Das ist wirklich sehr schön leicht vom Material. Auch wieder 100% Kaschmir. Auch wieder super, super weich. Und an dieser Stelle noch kurz die Info, dass es auf der Webseite von Lily Silk bis zum 13. Mai einen Mother's Day Sale gibt. Und ich habe sogar noch einen Code bekommen, der lautet Kira20. Das werde ich euch aber unten alles nochmal auch in die Infobox schreiben. Damit bekommt ihr noch 20% Rabatt. Und falls ihr euren Müttern etwas zum Muttertag schenken wollt, ihr aber noch nicht so richtig wisst, was, dann schaut doch einfach mal auf der Webseite vorbei oder investiert in so ein tolles hochwertiges Shirt. Ich denke, da wird sich jede Mama drüber freuen. Dann habe ich mich noch in diese tolle Bluse verliebt. Ich bin ja immer auf der Suche nach schönen Blusen, die ich auch super im Büro tragen kann. Die ist aus 100% Maulbeerseide. Und was sie vor allem besonders macht, sind diese beiden Bänder hier vorne, mit denen man eine schöne Schleife binden kann. Das gibt der ganzen Bluse einfach nochmal so dieses gewisse Etwas. Und was ich auch besonders süß finde, ist dieses Detail im Ärmel, dass es hier einfach sich nochmal so ein bisschen absetzt und hier noch so eine kleine Borte ist. Hat einen V-Ausschnitt. Und auch hier trage ich wieder Größe S. Kommen wir auch schon zu meinem Lieblingsteil, und zwar ist das diese tolle Strickjacke. Die hat so ein ganz tolles gestreiftes Muster. Das ist einmal in Cremeweiß und so ein ganz tolles Navyblau. Das sieht richtig schön aus und sehr edel. Gerade durch diese goldenen Knöpfe sieht die Strickjacke so, so edel aus. Und was an dieser Strickjacke so besonders ist, ist, dass hier an dem Rand nochmal dieses schöne Strickdetail ist. Und ich finde, das lässt sie einfach nochmal so, so hochwertig aussehen. Und hier links und rechts sind nochmal so kleine Taschen angedeutet. Das sind allerdings keine richtigen Taschen. Die Jacke besteht aus 100% Merino-Wolle, ist also auch wieder super, super weich. Und die habe ich wieder in der Größe S genommen. Alle Teile, die ich bestellt habe, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und denkt unbedingt dran, wenn ihr etwas nachkaufen möchtet, dass ihr meinen Code KIRA20 benutzt, um 20% zu sparen. Und eine Sache, die ich an dieser Stelle auch nochmal betonen möchte, ist der Cost per Wear. Ich nutze das sehr gerne, um selber beurteilen zu können, ob ich mir etwas kaufen möchte oder nicht. Denn ich versuche immer runterzurechnen, wie viel kostet mich jetzt das Teil, wenn ich es einmal trage. Natürlich sind solche Materialien wie Kaschmir oder auch Seide in der Anschaffung ein bisschen teurer. Also es ist schon eine Investition, die man am Anfang tätigt. Es ist keine Fast Fashion, aber dadurch habt ihr deutlich länger was davon und die Materialien und die Qualität ist einfach deutlich höher als bei Fast Fashion. Falls euch dieser Begriff Cost per Wear nicht unbedingt geläufig sein sollte, also zu Deutsch die Kosten pro Tragen, dann hier mal ein kleines Beispiel für euch. Wenn ihr euch einen Pullover beispielsweise für 100 Euro kauft und den tragt ihr 50 Mal, dann zahlt ihr für jedes Tragen 2 Euro umgerechnet. Und das ist natürlich jetzt auch eine etwas hohe Zahl, 50 Mal, aber es gibt tatsächlich Sachen bei mir im Kleiderschrank, die trage ich wirklich immer und immer und immer wieder und die haben sich wirklich schon super rentiert. Das heißt, wenn ich für einen Pullover zum Beispiel mehr ausgebe, aber dafür unterm Strich auch mehr davon habe, ist der Cost per Wear unter Umständen sogar geringer als bei einem günstigen Teil, das ich aber nur ein- oder zweimal trage. Das ist auch der Grund, warum ich auch sehr viele neutrale Farben kaufe, weil ich einfach dadurch viel eher meinen Cost per Wear erreiche und den runterdrücke, als wenn ich irgendwelche bunten Farben trage. Lasst euch also nicht am Anfang von einem höheren Kaufpreis abschrecken, sondern überlegt wirklich, was sind da für Materialien verarbeitet, wie ist die Qualität, wie lange habt ihr etwas davon, wie oft werdet ihr das tragen können und dann kann das unter Umständen langfristig sogar günstiger für euch sein, als wenn ihr mehr Fast Fashion kaufen würdet und vor allem ist es auch besser für die Umwelt. Ich möchte denn zuerst? Ich nehme den da unten. Das war Cassis, ne? Hier. Genau, mit Pflaumeneinlage ja. Ist das. Ihr habt ja da so ein... Da bin ich mal gespannt. Ja. Ich glaube... Mhm. Ist dein Favorit? Das Maracuja. Das ist wirklich machen will. Bei dem Himbeer ist es jetzt ganz gut, weil da habt ihr jetzt einen Schokoboden. Something about you I like. About you I like.
Lambon wird schwierig, da könnte ich mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden. Mhm. Passt auch beides, also passt Schoko genauso auch wie Vanille. Ich glaube, ich würde eher zu dem Hellen tendieren. Oh, Mixen hast du gesagt, ist nicht so schön, ne? Nee. Man muss sagen, der schmeckt mir richtig. Mit dem Zimt drin. Nee. Nur beim Boden ist Zimt. Ja. Musst du nochmal Boden nehmen. Ja, und ist der auch. Kann ich also, der hat sowas. Wobei auf der anderen Seite, jetzt haben wir es natürlich auch Winter. Felder draußen, ja. Ne? Im Sommer genau. Ist das andere dann wieder frischer. Ja. Da müssen wir nochmal zu Hause fahren, ne? Aber ich glaube halt, Vanille ist halt immer. So, wir sind jetzt gerade durch mit unserem Tortentermin und es war so lecker. Ich hätte nicht gedacht, dass die Torten so, so lecker schmecken. Wir hatten so verschiedene Cupcakes bekommen mit ganz verschiedenen Sorten. Davon haben wir jetzt noch nicht alle probiert. Die werden wir jetzt gleich zu Hause noch weiter essen. Die liegen hier gerade auf meinem Schoß. Also ist alles gesichert hier bei mir in der Tüte. Und da waren schon so ein paar Sorten dabei. Die haben so gut geschmeckt. Da war unter anderem Maracuja. Was war das für eine Sorte? Maracuja Mango oder Maracuja Vanille? Moment mal, wo ist denn die Liste? Hast du die Liste eingepackt? Ist in der Tüte drin. So, sie hat uns hier auch eine Liste mitgegeben mit den Sorten, die wir gerade probiert haben. Ich gucke gerade mal, was das war. Das war, genau, Vanille mit Pfirsich-Maracuja an frischen Himbeeren. Das hat lecker geschmeckt. Da haben wir uns jetzt eigentlich so gut wie schon für eine Sorte entschieden. Wir werden eine Torte für ungefähr 70 Portionen haben, denn wir rechnen mit ungefähr 60 Gästen. Und sie hat uns gesagt, man muss immer die Anzahl der Gäste mal 1,5 rechnen, denn im Schnitt ist jeder 1,5 Stückchen. Und da sind natürlich dann die 70 Portionen noch zu wenig. Und daher ist es dann üblich, dass man noch dazu irgendwas anbietet, sei es kleine Cupcakes oder kleine Cake Pops oder sowas. Und jetzt haben wir uns schon überlegt, weil die Mama von Tobi immer sehr leckere Torten backt, ob sie uns dann vielleicht noch eine Torte dazu backen kann. Also zum, noch einen Kuchen, aber da müssen wir uns noch was überlegen oder ob wir uns noch weitere Cupcakes dazu bestellen. Das könnte man auch machen. Aber jetzt werden wir gleich erstmal noch die restlichen Sorten zu Hause testen und dann werden wir uns, denke ich, auch sehr schnell schon festlegen können. Denn sie meint, es gibt so Sorten, die passen dann eben gut miteinander zusammen. Unter anderem hatten wir auch noch Mohn-Cupcake mit Heidelbeer-Cassis-Creme an Heidelbeeren mit Pflaumeneinlage. Der hat auch lecker geschmeckt, der Cupcake. Also es war ein voller Erfolg, kann ich sagen. Und ich bin jetzt gerade schon wieder richtig so im Hochzeitsfieber und habe richtig Lust, weiter zu planen. Sie hatte uns auch noch ein paar Floristen hier aus Hannover empfohlen. Darum müssen wir uns ja auch noch kümmern. Ja, aber ich würde sagen, was ist dein Favorit? Mein Favorit ist Maracuja. Maracuja, ne? Das war nämlich auch mein Favorit. Das ging auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und der Termin war übrigens bei Süße Verzauberung. Das werde ich euch auch mal unten gerne in der Infobox verlinken, falls ihr hier auch aus dem Raum Hannover oder Hildesheim kommt. Und wir haben uns auch so gut mit der lieben Tanja verstanden und saßen da jetzt echt 1,5 Stunden noch bei ihr und haben auch noch über alles mögliche andere gequatscht. Also es war ein sehr, sehr schöner Termin. Und ich freue mich, dass sie für uns unsere Hochzeitstorte backen wird. Der nächste Tag und draußen ist wieder strahlender Sonnenschein. Der Nachbar mäht gerade den Rasen, deswegen ist es gerade im Hintergrund ein bisschen laut. Aber schaut euch mal bitte dieses schöne Wetter an. Und unser Kirschbaum ist schon richtig schön am Blühen. Das sieht so toll aus. Und mein Freund ist ja auch ganz besonders stolz auf diesen schönen, satten, grünen Rasen. Der sieht aktuell wieder so, so schön aus. Den haben wir aber auch vor kurzem wieder gedüngt. Und wir sind auch im Überlegen, ob wir die ein oder andere Stelle vertikutieren werden. Aber da werde ich euch später nochmal ein kleines Update geben. Und ihr seht auch hier schon, die Terrasse ist um einiges heller. Ich blende euch gerade mal ein Video ein, wie es noch vor wenigen Tagen aussah. Denn die wurde auch bearbeitet mit dem Kärcher. Das zeige ich euch aber alles nochmal im Detail. Und ich mache mich gerade fertig, denn ich habe gleich noch einen Termin für ein Hydra Facial und da freue ich mich schon sehr drauf, denn Hydra Facials sind eine meiner liebsten Gesichtsbehandlungen und die kann ich aktuell sowieso sehr, sehr gut gebrauchen, denn meine Haut ist aktuell irgendwie recht trocken und ich versuche sie auch ausreichend zu pflegen mit Gesichtsmasken und feuchtigkeitsspendenden Cremes. Allerdings so ein Hydra Facial ist schon sehr, sehr effektiv und da freue ich mich jetzt drauf, denn gerade in Vorbereitung für die Hochzeit werde ich mir jetzt die nächsten Monate regelmäßig Termine machen. Also ich mache jetzt heute den ersten Termin und dann werde ich das
jeden Monat einmal machen, damit meine Haut einen richtig schönen Glow hat für die Hochzeit. Und für den Termin habe ich jetzt so gut wie keine Schminke drauf. Ich habe jetzt ein ganz kleines bisschen Concealer drauf und Mascara. Aber ich denke, das wird eh nachher alles komplett abgehen, wenn da mein Gesicht komplett behandelt wird. Ich gehe jetzt noch eine kleine Runde mit Capri, denn mein Freund ist aktuell auch beruflich bedingt auf einem Seminar und ist jetzt ein paar Tage nicht da. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nochmal mit ihr kurz eine kleine Mittagsrunde und dann machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Angekommen bei Lima. Los geht's. Anti-Spot-Korrektur auf die Haut. Der hält die Pigmente auch ein bisschen und er hat an sich Entzündungshemmend und macht auch Peeling-Effekt vor die Pigmente. Der Luminant Defense Fluid, der enthält mineralischen und chemikalischen Sonnenschutz drin. Ich habe mir auch angewöhnt, nicht mehr ohne SPF aus dem Haus zu gehen. Das ist super. Das ist das erste Schritt in Anti-Aging. Die Sonne macht die Haut schon älter. Und wenn man darauf verzichten möchte, dann Sonnenschutz. Ich bin jetzt gerade durch mit meinem Hydra-Facial und die Haut ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen gerötet, was auch daran liegt, dass wir auch gerade noch eine Ausreinigung gemacht haben. Und dadurch ist sie so ein bisschen gereizt jetzt, aber sie hat jetzt gerade so einen richtig schönen Glow und ja, es fühlt sich einfach so gut an. Und es hat einfach mal wieder so gut getan, wieder so ein Hydra-Facial zu machen. Und wenn ich jetzt gerade schon mal in der Stadt bin, dachte ich mir, hole ich mir noch eine leckere Chicken Curry Bowl von Dean & David. Die kenne ich noch nicht. Bisher nehme ich ja immer die Crunchy Chicken Bowl. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Ich bin jetzt gerade zurück nach Hause gekommen und dachte mir, ich zeige euch mal ganz kurz die Terrasse, wie sie jetzt hier aussieht. Wir haben ja hier diese Waschbetonplatten, die sind noch von der Vorbesitzerin. Die werden wir wahrscheinlich aber auch nächstes Jahr angehen, dass hier die Terrasse einmal neu gemacht wird. Aber sie ist schon deutlich heller geworden. Hier seht ihr noch so ein bisschen Pink von meinem Experiment an meinem Geburtstag. Also das mit dem Kercher hat hier schon richtig geholfen. Vorher waren die wirklich sehr, sehr dunkel. Das ist jetzt deutlich heller geworden. Und wir haben hier auch noch am Rand die Rasenkante frisch geschnitten. Das sieht jetzt auch wieder viel, viel besser aus. Und ja, so langsam blüht hier auch alles wieder schön. Hier haben wir, glaube ich, so einen Kiwi-Baum. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Sichtschutz hier zur Terrasse. Und ja, der wunderschöne Kirschbaum hier neben, der blüht auch gerade richtig schön. Und ja, wir haben jetzt hier auch schon mal angefangen, den Tisch rauszuholen und auch zwei Stühle. Den Rest werden wir dann auch nochmal aus dem Keller holen. Und ihr seht hier schon, der Tisch ist übrigens richtig hell geworden, so richtig hell und grau. Den müssen wir unbedingt noch lackieren, denn das sieht ganz komisch aus. Guckt mal, jetzt ist hier der Tisch so hell und so aschig und die Stühle sind jetzt noch in so einem warmen Holz, genauso wie auch die Liege. Die haben natürlich ein bisschen Regen abbekommen und Witterung. Das werden wir dann nochmal neu lackieren jetzt vor der neuen Saison. Aber ich freue mich, dass so langsam wieder die wärmere Saison losgeht und wir wieder den Garten nutzen können. Es sind mittlerweile ein paar Stunden vergangen, seitdem ich bei dem Hydra Facial war. Und ihr seht, dass ich einen richtig schönen Glow habe und dass das Hydra Facial die Haut so richtig mit Feuchtigkeit versorgt hat. Natürlich habe ich an der einen oder anderen Stelle jetzt gerade noch eine Rötung, weil wir auch einige von den Milien auch rausgeholt haben. Denn hier gerade in diesem Augenbereich habe ich immer so ein bisschen zu kämpfen mit Milien. Die haben wir jetzt rausgeholt und ich habe so einen richtig schönen Glow und das werde ich jetzt ungefähr alle 4 Wochen wiederholen bis zur Hochzeit. Und das ist etwas, das ich meiner Haut sehr gerne gönne, denn dadurch wird die Haut einfach in der Tiefe mit Feuchtigkeit versorgt und man merkt richtig, wie gut es ihr jetzt danach geht. Ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle von dem heutigen Video verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch eine Runde Pilates machen und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag mit einem neuen Video von mir wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut!